Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TWP Trivolos Big Pack. So, in der letzten Folge haben wir die Darksteel Rüstung fertig gemacht. Oh, ich freue mich darüber richtig. So, was wir jetzt aber machen werden, wir werden ein bisschen was an Energie machen. Und zwar, da ich immer wieder auch mal Farben gehe, wenn ich Langeweile habe. Und es fällt Kohle an. Es wird einfach Kohle anfallen. Und ich verarbeite das generell über die Sackmill. Alter, diese Creeper, die hier. Oder generell die Monster, die oben rumlaufen. Das verwirrt mich immer wieder, wenn ich auf die Minimap schaue. Auf jeden Fall. Es wird immer wieder Kohle anfallen. Und wir kriegen dadurch Pulverized Coal. Und es kommt natürlich rein. Kommt noch schön hier rein. So, ich habe überlegt. Was kann man mit dem Pulverized Coal machen? Hab ich mir das angeschaut? Ja, Capacitor, Euro. Pyrophium das, Gunpowder kann man machen. Ja, hier Dark Steel, weiß ich gar nicht wofür. Electrical Steel kann man auch mal machen. Was ist das? Liquefied Coal. Oder Liquefied. Ja, kannst du dann in einen Eimer kippen oder einen Floor, juhu. Oder ein Pop. Ja, wow. Was will ich jetzt damit? Ja, das werden wir gleich sehen. Und ihr sagt, ich sag's jetzt direkt. Wir können aus Liquefied Coal Energie machen. Und das haben wir auch heute vor. Und wie das geht, zeige ich euch. Aber zuerst einmal würde ich mal kurz den Stand anschauen. Hm, ja, wir brauchen eindeutig neue Energiekabel, neue Conduits. Okay. Fluid brauche ich auf jeden Fall. Quite Liquid, das habe ich. Energy Conduits. Da mache ich. Komm, ich knüppel da jetzt einfach mal das Deck rein. Ich habe ja jetzt mittlerweile an Eisen und so weiter. Ich gehe auch immer wieder mal nachfahren, wenn ich Langeweile habe. Nehmen wir mal 6 raus. So. Dumm und dumm. Gut. Ah ja, ich habe jetzt auch mal hier sagen, ich habe schon so eine Drum fertig gemacht mit Liquefied Coal. Also da sind jetzt 119 Eimer drin. Und die werden wir sonst brauchen können. Also da kommt bestimmt einiges an Energie raus. Was wir aber auch noch brauchen, sind Compression Dynamos. Da würde ich mal so gerne hier soll ich mal machen. Da brauchen wir Silber. Nehmen wir einfach mal das Deck raus und größtenteils davon. Ah ne, Zinn brauchen wir. Ja, brauchen wir ja. Ich brauche trotzdem ein bisschen Silber. Zinn nehme ich dann mal ins Deck raus. Und so ein klein wenig Iron. Ja, so sollte das packen. Ich will es quasi wirklich alles schon mal so weit vorbereiten. Einer, zwei, drei, vier. Das haben wir. Vier. Vier Stück. Fertig. So. Wie sieht das hier mit dem in dem Conductive Iron aus? Sehr schön. Kann man schon wieder ein paar Cables schon machen. Da kriegen wir jetzt, ui, 32 raus. Nicht schlecht, Tischbecht. So. Und da würde ich einfach mal sagen, ich bin jetzt gerade am überlegen, wo ich das aufbauen soll. Oh komm, machen wir mal. Hoppala, jetzt habe ich was vorbereitet. Wer hätte damit jetzt nur gerechnet? Ist ja nicht auch so voll offensichtlich gewesen, dass da schon ein Block gefehlt hatte in der Wand. Und auch super schlecht platziert war. Ja, ich hatte hier mal die Feier genommen, gestern mal einen neuen Raum auszuheben. Und würde mal sagen, das können wir eigentlich in die Wand reinmachen, würde ich schon gerade sagen. Komm, da hole ich mir mal jetzt die Drum. Weil da können wir wirklich in die Wand reinmachen.
so, dass das dann auch wirklich die sich relativ schnell verbinden, die Dynamos. So, genau so wollte ich das. Und dann machen wir mal. Ja, super. Joho. Damit hätte man jetzt auch irgendwie wieder rechnen können. Aber na gut. Hallo? Ah, ja. Natürlich. Da wollte ich eins hin haben. Da und nirgendwo anders. Gut. Ich muss noch überlegen. Man könnte auch eigentlich auch. Kannst du so aufbauen, dann sparst du dir sogar noch welche. Ja, kann ich machen. Dann mache ich das aber einmal so. So, und dann hier, Extractor for the Signal. Liquefied Coal geht jetzt hier rein. Einmal ordentlich aufgefüllt. Sehr schön. Produziert aber noch nichts. Warum? Produzieren alle noch nichts. Sollen ja noch gar nicht. Zum einen brauchen die noch Wasser, aber jetzt kommt das Neue am neuen Thermal Expansion oder auch mittlerweile Thermal Dynamics. Augmentation, was ist denn das? Die Maschinen und auch die Dynamos können upgraded werden. Und dann mache ich jetzt mal. So, Augmentation. Wir können nämlich hier können wir ein bisschen mit der Dynamo arbeiten. Wir können auch weitere Rezepte machen. Das machen wir jetzt auch. Wir brauchen 4 hier von denen. 4 von denen. Und 4 von denen. Da brauchen wir schon früher 4 um das. Blitzpowder. Das wird jetzt halt so lustig. Und zwar kann man nämlich mit diesen Augmentations noch so einbauen, dass die so gut wie nichts verbrauchen an Treibstoff, sag ich jetzt mal. Und die Drum kannst du immer wieder mal nachfüllen. Okay, ich würde jetzt aber sagen, wir brauchen zuerst die Standardmessung. Da brauchen wir Redstone Transmission Coils, Lead und Redstone. Lead nehmen wir mal raus. Und Silber werden wir jetzt auch noch brauchen, aber erstmal machen wir nur 4. 1, 2, 3, 4. Und dann müsste das eigentlich schon so gehen. Ja, ja. Die haben wir. So, jetzt brauchen wir schon Elektrum. Ah, nee, 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 nee. Doch, wir brauchen trotzdem ein Elektrum. Ich mache aber wieder 4 von denen. Und jetzt holen wir uns ein bisschen Elektrum. 1, 2, 3, 4. Aber das jetzt mal gerade raus, davon haben wir jetzt genug. So. Wir kriegen ja relativ schnell Elektrum her. Jeder, der schon mal ein Modpack gezockt hat, weiß, Elektrum ist nichts anderes als Gold und Silber. So, kriegen wir schon mal 12 raus. Wenn es was fehlt, das geht ja relativ schnell, das kann man immer mal machen. Und wir brauchen bloß, und dafür muss ich mal ganz kurz drüben. Weil ich habe ja keinen Glowstone mehr und drüben ist noch genug Glowstone. Da gönne ich mir jetzt mal ein Stack, weil ich hatte nicht die Möglichkeit gehabt, zwischen den Aufnahmen nochmal was farmen zu gehen. Weil das ist erstmal die letzte Folge, die ich für heute aufnehmen werde. Ich werde dann gleich nochmal was rendern und hochladen und so weiter. Dann kommt jetzt auch für mich, also heute habe ich Samstag den 12. Ah, hier, ganz kurz. Plato hat ein neues Gehege von mir bekommen. Hat ja ein bisschen Freiraum, hat auch ein bisschen Frischluft. Ach ja, der gute Plato. Hallo Plato. So, eins der Glowstone. So. Hoppen wir mal schnell zurück. Dann, wir haben jetzt heute bei mir Sonntag der 12.09. Dann kommt für mich morgen, also bei euch, dann kommt für
Für mich heute kommt morgen ein neues Projekt. Es ist aber nochmal angemerkt, es ist ein Kurzprojekt. Es ist kein Projekt, was jetzt so ewig lang gehen wird und so weiter. Es ist einfach nur einmal ein kleines Fun-Projekt am Tag. So. Schauen wir jetzt mal hier die Compression Dynamos an. Wir hauen jetzt hier eins davon rein. Jetzt haben wir schon eine Fuel-Effizienz, also wir sparen vom Base-Fuel 35% ein. Es ist schon nicht ohne, was du damit ersparen kannst. Dope. Machen wir jetzt bei denen auch nochmal. Dope. Hier. Und dope. Es ist jetzt echt schon krass, was wir schon hiermit einsparen. So, jetzt brauchen wir aber noch das letzte. Und da brauchen wir jetzt, wie schon eben gesehen, Cryotherium Dust. Wie kriegen wir Cryotherium Dust her? Wir brauchen Schneebälle, Nita und Bliss Powder. Bliss Powder ist über einen Bliss Wall zu kriegen. Kannst du pulverisieren. Oder du kannst einen Schneeball mit flüssigem Whetstone machen. So. Jetzt bin ich aber erstmal neugierig und ich hab die. Boah, dass ich erstmal sage, dass ich die Taschen voll hab. Scheiße, jetzt krieg ich bestimmt noch eine Klage von Trivolo. Bliss haben wir nicht. Verdammt. So. Ich weiß aber, wo wir Schnee herkriegen. Und dann mach ich einfach mal gerade. Komm, die Rüstung kann mal hier rein. Dat. Schnee sollten wir von unserem Berg herkriegen. Ja, schon auf dem Berg leben, da ist auf der Spitze bestimmt irgendwo Schnee. Wenn nicht, fühle ich mich verarscht. Ich meine aber, dass ich da schon Schnee gesehen habe. Und wenn nicht, dann. Ah, ich glaube, ich sehe aber schon auf der Minimap. Ja, da oben ist. Ja, da ist es schon, ich sehe es. Sehr schön. Schnee. Aber ich schaue es mal so aus. Ich schätze mal, wir werden noch für spätere Gewohnheiten, nenne ich es jetzt mal, noch mehr Schnee brauchen. Deswegen würde ich das auch ganz gerne mal irgendwie automatisieren. Und nein, ich rede jetzt nicht von der Schneemannfarm oder so weiter. Da gibt es noch eine lustige Maschine. Die eigentlich relativ unbekannt ist, finde ich. Aber gut, jetzt machen wir erstmal hier das Bliss Powder ready. Wir brauchen für Kryo, also Nita braucht. Habe ich überhaupt Nita? wenn dann alle wissen es hier. Nee, aber Nita ist kein Problem. Das ist einfach ein Gunpowder im Crusher. Und wir brauchen 8 Nita. Machen wir das mal hier rein. So, jetzt brauchen wir mal kurz nachschauen. Warte, wir brauchen gar nicht 8. Egal, haben wir es auf Vorrat. Wir brauchen eigentlich 4 davon. 1, 2, 3, 4. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh, nein. Bin Profi im Zählen. Aber das sollte auch mittlerweile nichts Neues sein. Na, 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 na. Bliss Powder. Also diesen Soundtrack liebe ich einfach. Ich frage mich ganz ehrlich, warum ich den noch nicht auf mein Handy gezogen habe. So, ich werde auch wahrscheinlich mal die Playlist von einem etwas sehr berühmteren The Binding of Isaac. Ah. Ganz großer Spott. Von einem ganz etwas berühmteren The Binding of Isaac Speedrunner werde ich mal kriegen. Wann das passieren wird, weiß ich aber noch nicht. Muss ich mal schauen.
Alter, da habe ich vor, dass jetzt hier stillsteht und ich jetzt wieder komplett vergesse. Okay, check doch. So. Kann ich wieder Redstone? Ja. So. Kryotherium da. Haben wir. Was kriegen wir schon denn? Noch gar nichts. 2, 3, 4. Einen kriegen wir hin, wir brauchen aber noch 12 von den Gedönse. Aber das haben wir jetzt auch schon relativ schnell fertig. Und ich finde die Musik ist leider perfekt. Wir kommen zum Endspurt. Und warten die letzten Augen. Kryo-Call-Regulator. Ich lasse dich zur Sende frei von der Musik. Richtung Copyright Strike. Oder schlimmer, der Klage wegen Körperverletzung. So. 85% Base Fuel Effizienz. In die letzten Maschine rein. So, damit sind wir fertig. Wir brauchen immer noch was. Darum werde ich jetzt einmal da oben und hier unten einmal hier was wegreißen und das lasse ich dann hier hochlaufen. Weil wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Die Teile brauchen Wasser, damit sie laufen. Okay. Das hätte ich ja wieder irgendwie rechnen können, dass es so super funktioniert, aufzubauen. So, Krüppel werde ich schnell mal hier runter. Wir brauchten noch mal Schuldkonvix, die sind gerade ausgegangen, was aber kein Problem ist. Ich glaube, ihr habt mittlerweile schon mitbekommen, dass ich momentan ziemlich gerne neue Energieressourcen am Erforschen bin, also die kriege ich Energie. Weil ich finde mittlerweile so coole Möglichkeiten an Strom anzukommen. Du kannst einfach mittlerweile alles verwerten einfach. Einfach alles. Ich feiere das einfach übelst ab. So, da kommt hier ran. So, dann machen wir jetzt hier nur noch, zu guter Letzt, eins hin. Ein Reservoir. 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 Das Reservoir kennt man ja mittlerweile. Glas, Cauldron und Quartz. Wir brauchen 4 Fuse Quartz, haben wir davon noch was? Ich bezweifle es. Nö. Aber es ist auch nicht so, dass wir Quartz so die Quarz-Probleme haben. So. Dann einmal schnell das Eisen holen. Obwohl ich das Eisen noch einstecken. Ich bin ein Dev. So, so. Da haben wir. Stopp. Stopp. Haben wir. Und. Stopp. Haben wir. Stopp. Weg da. Sofort aufräumen. Kann es nur zugutekommen. Und wir brauchen einen Waterbucket. Einen haben wir hier, wenn wir mal kurz laufen müssen. So. Ist es aber kein Problem, haben wir nämlich gleich fertig. Einmal.
und den letzten Wattereimer. Da sind meine Kartoffeln. Wir müssen jetzt eigentlich gleich dann nur noch kurz verbinden. Also auch die Stromleitung darüber bringen. Das sollte aber das kleinste Problem sein. Ich kann es einfach dann hier anschließen. Ich glaube, wenn es noch weitergeht, wie ich hier mit Strom arbeite, dann könnte ich die ganze Stadt mit Strom versorgen. Extract Resource Signal und die laufen. Und die produzieren jetzt. Offiziell werden jetzt hier über diese Maschinen, die Dynamos, produzieren aus einem Eimer Liquefacated Coal 1 Million F. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie sehr hier Trivo daran rumgeschraubt hat. Kann sein, dass jetzt hier was anders ist. Einzige, was ich jetzt noch mache. Ich baue mich jetzt schon mal hier rüber, dass ich dann die Leitung schnell treffe. Oh. Hey, geh mal weg. Das ist Privateigentum. Danke. Kommen wir hier schon ran? Nein. Machen wir mal so. Ja, die Folge wird jetzt mal super. Kleines bisschen länger. Aber da, so wie ich euch kenne, das stört euch nicht. So. Ja, ne, warte mal. Das war meiner falsch. So. Das haben wir dann auch fertig. Eine neue Stromversorgung. Gefällt mir. Hat doch super geklappt, oder? Die ist dauerhaft voll. Ja, kann man so lassen. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik. Alles in die Kommentarskis. Und dann sehen wir uns in diesem Sinne beim nächsten Mal. Bis dahin. Hasta la vista. Adieu. Au revoir. Etc. Und bis bald.